Es wurde zuerst schon kurz angesprochen, Fracking und Freihandelsabkommen. Ich möchte nur kurz dazu was sagen. Investitionsschutz hört sich recht schön an. Wenn man aber genauer nachschaut, falls man mal Informationen bekommt, heißt das, dass zum Beispiel Monsanto genmanipulierte Pflanzen bei uns anbauen möchte und sie können dann den Staat verklagen, weil wir Umweltgesetze haben, die das verbieten. Entweder wir Steuerzahler müssen wieder einmal extrem hohe Bußgelder an diesen Konzern zahlen oder die Politik gibt nach und senkt zum Beispiel die Standards im Umweltschutz oder wo auch immer. Aber schaut einfach kurz auf Google, gebt TTIP ein, ihr werdet auf der ersten Seite schon jede Menge Info dazu finden und bildet euch eure eigene Meinung. Aber was da verhandelt wird, wird uns noch ziemlich auf den Kopf fallen, wenn wir nicht bald etwas dagegen tun. Noch einmal ganz kurz zum Finanzsystem. Man kann sich auf www.wissensmanufaktur.de jede Menge Vorträge anschauen oder Texte dazu lesen, wo von auch Wissenschaftlern wirklich erklärt wird, wie unser Finanzsystem und Zinssystem, wie das alles funktioniert.